Hallo meine lieben Heimwerkerinnen und Heimwerker, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt in meiner Werkstatt. Diesmal geht es um die Aufbewahrung für Fräser, Bohrer und so weiter und so weiter. Und ja, mehr dazu nach dem Intro. Ich habe im letzten Jahr so ein paar Mal darüber berichtet, dass ich ja eine Vitrine, einen Schrank, irgendwas in Richtung bauen möchte für meine ganzen Bohrer. Ob das jetzt für Bohrkronen ist oder für Forstnerbohrer, für normale Bohrer, für Senker oder auch Stufenbohrer, ist völlig egal. Das alles wird am Ende in die Vitrine passen. Also ich habe im letzten Jahr schon mal angefangen, so einen Rahmen zu bauen. Hab's dann aber immer wieder vor mir hergeschoben, das fertigzustellen. Also ein Video nur halb fertig geworden. Und irgendwann kam ja nochmal ein wichtiges Projekt dazwischen. Und dann kam der Weihnachtsmarkt und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt müssen wir mal gucken, was wir im nächsten Jahr machen. Und ja, seit Anfang des Jahres bin ich da schon am Überlegen mit dieser Vitrine. Und jetzt hatten wir ja unser Großprojekt Wohnzimmer und Esszimmerbereichumbau und dabei ist mir etwas in die Hände gefallen, was eigentlich in den Schrott sollte. Was es genau ist, zeige ich euch jetzt. Die Rede ist von diesem Korpus. Es ist ein Teil von einer Anbauwand und ja, nur ein Teil. Warum nur ein Teil? Ganz einfach, der andere Teil, der war nicht mehr zu retten. Ja, und daraus möchte ich jetzt meine Ablage bauen. Was möchte ich hier dran verändern? Wie man ja hier sieht, gibt es hier Löcher, die mich hier unten hier in der Werkstatt überhaupt nicht stören. Das ist ja völlig egal. Aber mich stört diese Tiefe. Ich möchte diese Tiefe nicht haben. Ich werde gleich nochmal schauen, welche maximale Tiefe ich für meine Aufsätze brauche. Und dementsprechend wird das hier dann gekürzt. Ich habe hier noch eine weitere Tür, die ich aber auch noch nutzen möchte. Ich werde nämlich so komplett kürzen, dass ich unten auch noch so ein Fach habe, wo ich was reinpacken kann. Denn den jetzt hier oben abzusägen und an der Wand hängen, das war jetzt auch nicht so das Ding, was ich machen wollte. Ja, bevor ich hier noch länger schnack, fangen wir einfach mal an. Zunächst will ich den Schrank vernünftig aufbauen. Oh, angenehme Höhe. Angenehm verstaubt. Das Teil soll ja auf jeden Fall da reinpassen. Also brauchen wir mindestens eine Tiefe von, sag ich jetzt mal, 10 cm. Ich gucke mal weiter, was ich da so reinstellen möchte. Reinstellen oder reinhängen. Ja, 10 ist immer noch gutes Maß. Mal gucken, was haben wir hier noch? Ich würde sagen, ich mache den Schrank oder beziehungsweise die Vitrine 10 cm plus Tür. Die Tür soll ja nach oben drauf. Das heißt, ich werde die jetzt auf 13 cm. Ich werde den jetzt bis auf 13 cm kürzen und wie ich das mache, weiß ich auch noch nicht so genau, aber ich mache das erstmal mit der Kreissäge und ich gehe damit richtig Schmackes bei. Ich will den auch nicht großartig zerlegen, ich muss nur gucken, dass ich nicht mit dem Sägeblatt an der Kreissäge irgendein Metall berühre und das ist hier nicht der Fall.
eine Designer-Vitrine. Hier kann man nachher, hier kommt nachher eine LED-Streifen rein. So schön beleuchtet. Glaubt ihr nicht, ne? So. So. Dann drehe ich mal eben die Schrauben hier raus. Jetzt haben wir das Problem, hier mehr Nägel drin. Und die müssen jetzt erstmal raus. Hilft es, wenn man von innen mal eben kurz gegenhaut. Sanfte Gewalt. Kann man nämlich die Nägel zum Schluss nämlich rausziehen. So, warum habe ich jetzt hier reingesägt? Ganz einfach, der Schnitt geht bis hier ins Brett unterhalb rein. Da werde ich den Schnitt dann nachher fortführen. Vor dem Hintergrund brauche ich mir viel messen, ranhalten, zzt, zack die Bohne und dann ist das Ding auf ein Maß. So, jetzt will ich mal die Verbänder hier lösen. Ja, so. Den ganzen Klunderkram mal in zusammenstecken und schauen, das muss ich jetzt aufschreiben. Wo ist oben, wo ist unten? Ich glaube, das geht so. Und schon sieht das Ganze so aus. Eine Vitrine in Leichtbauweise. Simsalabim. Weiß ich auch nicht. Kann ich auch Quatsch, ne? Warum soll ich mir das jetzt so? Warum soll man sich da jetzt so viel Arbeit machen, da jetzt noch zusätzlich eine Nut reinfräsen? Nur damit die Rückwand versenkt ist, ist eigentlich auch total unsinnig. Denn das nimmt ja wieder erstmal hier wieder Platz weg. Wenn ich ungefähr einen Zentimeter muss ich da ja wegnehmen. Wenn ich hier jetzt eine Nut dran mache. Und andersrum von der Stabilität. Nee, wird sich nicht viel ändern. Eine Vitrine für einen schmalen Geldbeutel. Wie passend. Ja. Was habe ich als nächstes vor? Hier sollen jetzt nachher für die Bohrer, Fräser, was auch immer, diese Einlegeböden rein. Und ich möchte die so ein bisschen schräg angeordnet haben, sodass die Entnahme einfacher ist. Die sollen denn so. Und ich möchte das Ganze auch beschriften. Irgendwie. Wenn möglich. Ja. Das muss ich jetzt mal alles noch anfertigen. Und ja, wenn das dann soweit ist, dann sehen wir uns wieder. Die meisten kennen die Box von ENT. 12-teiliger Fräser.
Aber viele haben nicht das Glück wie ich. Denn hier ist das Ding gebrochen und hängt nur noch an so einem seidenen Faden. Und ich möchte ja diese Fräser oder beziehungsweise Bohrerfräser irgendwas Vitrine, ich weiß noch nicht, wie ich sie nennen werde am Ende, mit diesem hier nutzen. Allerdings das Ding einfach so da reinpappen, habe ich auch keine Nerven drauf. Also kam jetzt der Gedanke, diesen Einsatz herauszunehmen. Und das geht auch relativ gut. Da ist nichts angeschraubt, was ich jetzt vermutet hätte. Aber ja, also ich möchte diesen Einsatz hier verwenden. Aber auch nicht im Ganzen. Nein, ich möchte nur diese, da wo sie jetzt reingesteckt werden, das will ich verwenden. Und das ist auch sehr praktisch hier, weil das ist einfach nur reingesteckt. Und das werde ich da jetzt gleich mal herausfummeln. Erstmal die Fräse raus, weil die sind zeitweise noch etwas sehr scharf. Ja, manche sind davon schon ziemlich stumpf, was ich sehr, sehr schade finde. Aber das tut jetzt auch nicht zur Sache. Das geht ja richtig gut. So, hier habe ich den ersten Einsatz raus. Da kommen jetzt erstmal die Fräser wieder rauf, weil besser ist das. So. Das gleiche mache ich jetzt hier auch. Werden einfach nur die Klammern hier zusammengedrückt, kann man es rausziehen. So, und das beides werde ich so verwenden. Jetzt habe ich hier die Fräsehalter aus dieser Verpackung genommen und jetzt will ich die hier aufs Brett montieren. Und da die ja hier unten so ein paar Nasen dran haben, die ja irgendwo reinklemmen, habe ich mir überlegt, ich bohre einfach Löcher rein mit dem Forstnerbohrer und stecke das Ganze drauf. Und wie man sieht, es funktioniert recht gut, klemmt auch minimal fest. Ich werde das jetzt noch von unten verschrauben. Allerdings ist es auch wieder schwierig. Ich werde das hier mal auffüllen mit Heißkleber, so dass ich von unten nachher in den Heißkleber eine Schraube rein drehen kann. Ja, wenn es fertig ist, dann sehen wir uns wieder. Ja, ich habe das jetzt mit Heißkleber aufgefüllt. Das ist schon ziemlich abgetrocknet. Jetzt viel mehr Wahlen. Eigentlich könnte man das in den Löchern ja eigentlich auch reinfließen lassen und den einfach nur raufstecken. Das müsste ja dann eigentlich dann auch halten. Das mache ich jetzt auch so. Wer sich jetzt wundert, wo meine andere Heißklebepistole ist, die ist im Schrank. Komme ich gerade nicht ran, steht was vor. Das ist jetzt die Heißklebepistole meiner Tochter. Die durfte ich mir dann mal gnädigerweise ausleihen. So. Und hier natürlich auch. Ne? So. Schon ausrichten. Andrücken. Ich habe das mal eben ausprobiert mit der Tür, dass überhaupt so passt. Und wie man sieht, haben wir hier noch einen ganz feinen Spalt, so dass die Tür hier noch arbeiten kann. Denn wenn man mal drauf achtet, ja, schleift nicht, sollte auch nicht schleifen. Aber wenn man das Brett zu lang hat, dann schließt die Tür nicht. Jetzt kommen jetzt hier noch zwei Fächer hin. So der Gedanke, vielleicht auch nur noch eins. Und dann haben wir unten ja noch das große Fach. Oder noch zwei, drei Fächer reinkommen und dann sind wir auch soweit schon fertig. Ja, bei diesem Einsatz hat mir mein Sohn geholfen. Der hat hier mal ein paar Löcher gebohrt. Hat er ganz gut gemacht. So wie ich das jetzt so sehe. Hier oben kommen noch andere Fräser hin. Das Fach bleibt soweit noch frei. Das ist bis jetzt das, was ich an Fräser habe. Zuzüglich. Ich hatte mir vor einiger Zeit einen Fräser zugelegt, der soll hier mit rein, allerdings bleibt er in dieser Verpackung drin, der ist auch noch nicht benutzt. Das ist einfach nur so ein Nutenfräser und
Der kam leider nicht zum Einsatz. Das ist der von Hitachi. Heißt jetzt Yahikoki. Und dem werde ich dann da irgendwie anhängen, sodass der in dieser Verpackung verbleibt. Es gibt einen kleinen Zeitsprung. Der Grund liegt darin, ich habe mit meinem Sohn heute Nachmittag an unsere Vitrine weitergebaut. Und ich sage jetzt bewusst unsere Vitrine, weil er wirklich mit gemacht hat. Und ich habe ihn auch einiges bohren lassen. Und ja, so sieht das ganze Stück jetzt aus. Resteverwertung pur. Jetzt erstmal recht übersichtlich die Fräser. Momentan habe ich noch den einzelnen Fräser nicht mehr dazu, der noch nicht montiert hier oben. Der wird hier einfach noch angehangen. Das kommt die Tage nochmal dran. Und ja, hier die gängigsten Bohrer, die ich hier eigentlich permanent nutze. Vom 1 mm bis zum 8 mm bzw. 10 mm Metallbohrer. Holzbohrer habe ich hier auch. Gewisse Sachen wollte ich jetzt nicht alle hier reinstellen, sondern einfach nur das, was ich wirklich hier permanent in der Werkstatt verwende, mal eben griffbereit. Und da ich diese Bohrkrone für LED-Spots schon des Öfteren in der Werkstatt gesucht habe, habe ich gesagt, die kommt hier mit rein, dann suche ich sie nicht mehr, dann weiß ich, wo sie ist. Genauso ist es eben halt auch mit den Lochsägen. Die habe ich dann auch hier griffbereit und dementsprechend geht es da noch ein bisschen weiter. Also ich werde hier noch so ein paar Löcher machen, nach und nach, dass hier dann noch gewisse Sachen ihren Platz bekommen. Bei den Fräsern bin ich mir sicher, da wird auf jeden Fall noch was nachkommen. Auf jeden Fall. Und ich fand das jetzt ganz gut so, weiß ich wenigstens auf dem ersten Griff, alles klar. Das ist der 45 Grad Fräser und so weiter. So hat das Suchen auch so ein bisschen ein Ende. Und die Box, die ich ja gezeigt habe, die hatte ja eine Verriegelung, so eine kleine Schwäche. Und von daher, ich denke mal, das ist ganz gut geworden. Jetzt habe ich hier noch was zugeschickt bekommen vom Hans-Joachim Wickle. Ich werde mal seinen Kanal da oben verlinken. Und unter anderem in der Videobeschreibung nochmal was verlinken. Er hat mir mein oder unser Logo nochmal ausgeplottet und zugeschickt. Das finde ich total cool, weil jetzt kommt das nochmal so richtig in den Einsatz. Denn ich möchte das Logo jetzt hier auf die Glasscheibe aufbringen. Soll ich sagen, ja. Also es sieht Hans-Joachim, was soll ich sagen, es sieht doch einfach, ich finde es geil, also ich für meinen Teil würde das richtig toll finden, wenn das jetzt noch beleuchtet wäre. Und da ist ein Kabel. Ich würde sagen, das macht doch auch was her, oder? Ja. Wie man sieht, das Ganze ist sogar beleuchtet. Finde ich total cool. Auch wenn er jetzt nicht so geworden ist, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, ist er doch eigentlich ganz cool geworden. Und vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, der Schrank sollte eigentlich ursprünglich in den Schrott, in den Sperrmüll, weil wir uns neue Möbel gekauft haben. Aufgrund dessen, weil das alles irgendwo nicht mehr zueinander passte. Und ja, nochmal vom Sperrmüll gerettet und nochmal was Sinnvolles draus gemacht. Für mich jedenfalls hier unten in der Werkstatt ein
tolles Teil. Aber hier oben war ja noch nicht alles. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Hier unten habe ich jetzt die Schranktür auch noch eingebaut und auch nochmal sinnvoll genutzt. Hier habe ich jetzt momentan meine Bit-Kästen drin, unten meine Öle, noch ein bisschen Sprühkleber. Wird alles noch nach und nach alles einsortiert, was wirklich häufig gebraucht wird. Und ja, auch dieser Platz ist sinnvoll genutzt, finde ich. Was jetzt hier noch fehlt, ist natürlich das Werkstattlogo. Ja, vor einiger Zeit hat mir der Heiko W. ja auch noch mal was zukommen lassen, und zwar so kleine, ganz dezente Sticker. Und den mache ich jetzt gleich hier unten hin. Der passt nämlich da auch ganz gut zu. Denn, wie man sieht, das ist YouTube und das andere ist halt was anderes. Ja, ich würde sagen, jetzt ist es komplett. Jetzt noch mal eine kurze Erklärung. Ingo und Tanjas Werkstatt ist das, was wir auf dem Weihnachtsmarkt gemacht haben. Da habe ich das zusammen mit meiner Frau gemacht. Und Ingos Werkstatt, das ist YouTube und Instagram. Und ja, wie soll ich es anders erklären? Das eine mache ich alleine, das andere mache ich mit meiner Frau zusammen. Und von daher passen beide Logos auch sehr gut auf meine, ja, was ist denn das jetzt? Eine Fräseraufbewahrungsvitrine oder eine, wie könnte man das nennen? Ja, ich wollte jetzt nochmal ein bisschen doch detaillierter reingehen. Die Vitrine haben wir jetzt hier angeschraubt. Ich habe hier einen Undercover-Jig verwendet und habe das direkt an die USB-Platte geschraubt. Also es hält, fällt nicht um. Und ja, diese Einlegeböden, die haben wir reingenagelt und halten auch bombig. Da ist auch kein Wackeln, nichts. Das bricht nicht raus, gar nichts. Das kann man auch vernünftig rausnehmen, auch hier. Das hält wunderbar. Also mir gefällt das soweit ganz gut. Ihr könnt mir ja gerne unten einen Kommentar hinterlassen, wie euch das Projekt gefallen hat. Es ist zwar nicht ausführlich, habt da bitte Verständnis für, dass ich nicht alles filme, vor allen Dingen nicht, wenn meine Kinder dabei sind. Ist manchmal so, aber ihr könnt mir ja trotzdem unten einen Kommentar hinterlassen. Ein Daumen würde mich freuen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und beim Aktivieren der Glocke werdet ihr rechtzeitig informiert, wenn ein neues Video online gegangen ist. Und das war's jetzt von mir. Für heute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag darüber. Bis zum nächsten Mal.